Richtung. Tod und Chaos zu sehen. Tod und Verwüstung. Wer Chaos sieht, wird verwüstet. Oder wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Und los. Das ist eine alte Weisheit, die sich bis jetzt immer bewährt hat. 150 Flächenschaden. Nebeltürme machen alle Gebäude ihres Besitzers in einem bestimmten Radius unsichtbar. Stirb. Na, was war? Sechs Ding, Alter. Machen wir mal den Nebelturm kaputt. Los geht's, schnapp sie dir! Was für ein Spaß! Stets versetzt, genau getroffen. Gib den extra hier so ein Kloaken-Symbol. Genau getroffen. Nehmen hier auch noch ein. Ich will kämpfen. Verteidigung. Sie dürfen nicht entkommen. Sie dürfen nicht entkommen. So, einmal ein Schuss, ein Treffer, würde ich sagen. Mal. Ein Volltreffer. Mit seinem Fliebrischuss. Auf den Türm. Türm, Türm, das ist dreckige Gewürm. Rock'n'Roll! Endlich Action! Extra für dich! Ich gehe vor. Für alle. Gott sei Dank sind alle gefangen. Oh, ja. Ich glaube, ich sollte mal irgendwas sagen. Ich werde seekrank. Gut, das war's mit der Mission. Nein, wir müssen jetzt noch hier das Big Boss. Das Big Boss. Das Big Boss, ja? Piratenschiff zerstören. Nur mit. Nur solange das Big Boss Piratenschiff existiert, kommen natürlich noch weitere Piraten raus, denn die wohnen ja im Schlund des Schiffes. Und werden da hier so gemacht und so.
Hey, aber ich dachte, die Piraten kommen doch aus ihrem Lager. Ja, aber die leben auch im Schiffsbauch. Und so. Oh, weil es ist ja ein großes Piratenschiff. Big Boss, Piratenbot. Piratenbot. Fress diese Schiffe! Oh, jetzt kommt eine Sequenz. Pau, 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 pau. Pau, würde ich mal sagen, oder? Ich werde seekrank. Greif an! Brontosaurus schwimmt los! Greift an! Du machst nur Einzelschaden, keinen Flächenschaden. Du machst Flächenschaden aber. Und auch keinen allzu schlechten. Flächenschaden von Gegnern kann man vergleichen mit irgendwelchen schlechten Dingen, was schlecht ist. Macht einfach Schaden. Ich wollte jetzt irgendwas anderes sagen. Aber ich verkneif's mir. Ein Lachsang? Die kriegen wir klein. Brontosaurus schwimmt los. Feuer frei! Leicht und schnell. Das ist so mein Meeresbataillon. Geht's los? Kommt! Ich gehe vor. Sie dürfen nicht entkommen. Ich glaube. Sie machen einen fürchterlichen Fehler. Oh, doch nicht. Es ist eine Ehre. Da lang. Sie dürfen nicht entkommen. Auf dem Weg. Komm. Auf dem Weg. Ich gehe vor. Da lang. Auf dem Weg. Geht's los? Auf dem Weg. Ich werde seekrank. Wartet! Ja doch, kein Problem. Leicht und schnell. Ich werde seekrank. Wird gemacht. Leicht und schnell. Für den See ist die Segel. Schönes Wetter heute. Ich werde es sehen. Oh ja, und wie immer, wenn ich gerade irgendwie so still bin, dann denke ich immer nach. Du müsstest eher so langsam wissen, ich glaube, sage ich das in der. Ja, Torpedoschildkröte, los! Los, Ram! Oh, Alter. Lol, wieso hat das einfach dieses eine Schiff da versenkt? Das gar nichts zu tun hatte mit dem. Oh. Torpedoschildkröten sind cool. Wer ist gegen die sagt, der ist scheiße. Der ist einfach scheiße, der muss damit leben, dass er scheiße ist. Schönes Wetter heute. Torpedoschildkröte. Los, kleine Torpedoschildkröte. Schwimm. Greif an. Fuck.
Das war nix. Ah, tot. Leute, wir haben verloren. Kann doch mal anfangen, hier die Welle zu zerstören, weil mir langweilig ist. Ich will kämpfen. Kommt, meine Chronos. Kein Problem. Ihr müsst das jetzt packen. Packt das doch. Jo, wir schaffen das. Denkt doch mal wie Bob der Baumeister. Nom 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 nom, lecker Schiffchen. Om nom nom. Om nom 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 nom. Ich bin verloren. Boah, das trifft einmal komplett und dann instant halbe Leben weg. Hätten die nicht eine 15%ige Fernkampfresistenz, dann würde ich mal sagen, dann wären die instant tot, die Viecher. Oh ja, los, komm. Komm, 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 komm. Ja. Der See. Das Sackgesicht der See. Ich finde das so genial. I like it. Malungen an der Wand oder Bilder und irgend so ein hässlicher Typ sind mit Umhang aus Federn. Um Heiligen Rat zu sprechen. Wir brauchen dringend Antworten auf. Dafür mussten mich ein paar Vögel dran glauben. Was ist das für eine Welt, der wir uns befinden? Und was ist das mit diesen geheimnisvollen Toren auf sich? Wisst ihr, wo ich euch? Die Tore. Gewiss, die ich aus alten Märchen und Legenden. Und natürlich aus der Prophezeiung. Der Prophezeiung? Der Himmel wird sich verdunkeln. Und das Böse trachtet danach, die Welt zerstören. Werden Helden vom Himmel fallen, die uns erden. Vielleicht seid ihr ja die Helden, von denen Schrift mündet. Gleich vom Himmel fallen. Dann würden sich für euch die Tore der verbotenen Bibliothek öffnen. Ihr würdet wissen erlangen, dass äonenlang verborgen war. Und dafür müssen wir Wasser in die große Wüste bringen. Das ist die erste Wundertat, die die Helden vollbringen. Das ist doch Schwachsinn. Nein, ist es nicht. Das ist die Prophezeiung. Und ihr müsst nicht nur mich davon überzeugen, dass ihr tatsächlich die Helden seid. Wie dein Kopf größer ist als Dina. Sondern auch den Hohen Rat. Und er hat einen Bierbauch, sieht man schon. Und ihr solltet nicht so sein mit einem Rückenarzt gehen oder wie auch immer. Weil er würde wahrscheinlich sagen, so wie der geht, hätte er sich wahrscheinlich schon längst die Wirbelsäule gebrochen. Ist dein Bauch so nach vorne gestreckt und der Rücken so nach hinten? Sieht irgendwo richtig scheiße aus? So, der Wassertempel. Was soll ich da jetzt noch sagen? Ja, es war Piraten und Geiseln. Und dann kommt
der Wüstentempel. Aber das gehen wir nächstes Mal an. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Das wird bestimmt eh wieder nur 2 Stunden dauern. Und ich muss ja noch rendern für morgen. Weil da muss ich 2 Folgen raushauen. Heute kamen ja keine 2 Folgen, weil ich nicht mehr die Zeit dazu hatte, hochzuladen. Aber dieses Mal werden dann die Folgen ganz bestimmt kommen. Ich gehe mal davon aus. Nehmen wir jetzt noch eine Stunde pennen gehen, dann ist es 2. Bis dahin habe ich dann 3 Folgen ungefähr. Nee, nicht. Eventuell ein paar Folgen gerendert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich dann natürlich, wie immer, sagen: Bewertet den Part, je nachdem, wie er euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.